Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Wir stehen da vor dem Koala-Haus im Tiergarten Schönbrunn, wo wir das Glück haben, seit 2002 Koalas zu halten. Und wir haben jetzt ein junges Pärchen, die sich heuer im Frühjahr gepaart haben. Und was für ein Glück, hat sie auch schon was im Beutel, das schon hier und da ein bisschen rausguckt oder die Pfoten oder die Beinchen rausstreckt und so die Welt schon ein bisschen erkunden will. Also wir sind schon sehr gespannt, wann es wirklich rauskommen wird. Und da haben wir eine sehr hübsche Aufnahme von unserer Bunji. Wenn man genau schaut, luchst da auch ein kleiner Koala, also ich denke, es ist ein Koala, also man sieht ja da schon ein ganz hübsches Näschen aus ihrem Beutel raus. Das sind jetzt noch sehr seltene Momente, es wird aber immer mehr werden und wir sind, genauso wie die Besucher, sind wir genauso gespannt, wann es dann wirklich ganz rauskommt. Aber ich glaube, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden und die Bunji wird schon auf ihr Kleines aufpassen und wissen, wenn sie es erlaubt, dass es raus darf und sonst oder nur ein bisschen rausgucken, wie man es da sieht, aber es ist irrsinnig nett. Koalas sind bei der Geburt sehr klein. Wir stellen uns immer vor wie so ein kleines Gummibärli, das aber schon sehr ausgeprägte Vorderpfoten hat, da es ganz alleine in den Beutel kraxeln muss. Also es krabbelt da rein, dockt an einer Zitze an und bleibt dann dort bis ungefähr 5-6 Monate und dann versucht es mal ein bisschen rauszuschauen oder eben die Pfoten oder die Beinchen mal rauszustrecken und dann langsam einmal die Welt da draußen zu erforschen. Koalas sind in Zoos eher selten gehaltene Tiere, sie sind in der Natur leider auch schon sehr selten und wir haben eben das Glück hier das Bärchen als Botschafter bekommen zu haben. Sie sollen halt auch darauf hinweisen, wie gefährdet diese Tierart ist und auch schon die jungen Besucher dafür begeistern, dass diese Art sehr schützenswert ist, denn was man kennt, das schützt man auch. Und es hat nicht jeder das Glück, nach Australien zu reisen und dort den Koala in freier Natur zu sehen. Darum sind wir hier sehr stolz, die hier zeigen zu können und auf die Problematik im Freiland hinzuweisen. Die Koalas fressen Eukalyptus, den sie jeden Tag frisch bekommen. Also da wird einmal in der Früh geschaut, wie haben sie denn gefressen, den vom Vortag, damit man sieht, was sind ihre Vorlieben, was haben sie nicht so gern. Dann bereiten wir frischen vor, den wir dann in diesen Vasen wieder reinstecken, damit sie genug, wie in der Natur eben die Bäume, simulieren wir hier das mit den Eukalyptusästen. Das sind verschiedene Arten, weil wir haben auch nicht jeden Tag Lust auf das Gleiche, damit sie eben ein bisschen Abwechslung haben. Das sieht man auch schön, wenn man dann bei ihnen drinnen putzt. Hygiene wird ja sehr groß geschrieben bei diesen Tieren, sie sind ja doch etwas heikel. Sieht man, wie sie so von Vase zu Vase hin und her gehen und man schaut, oh, mag ich das oder da jetzt ein Blättchen? Und wenn dann eine ganz gut schmeckt, da setzt man sich dann hin und die wird dann oft gleich in einen Zug abgefressen.
Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.